Ja, grüezi miteinander. Hallo. Moment, es ist nie richtig. Hallo, herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Es gibt ein Küchenhaul, wer hätte es gedacht. Aber diesmal nicht XXXL, sondern schlicht und weg mal normal. Kann ich normal? Ich weiß es nicht. Zu dem Küchenhaul nochmal zu sagen, das kommt immer eine Woche versetzt, weil ich es einfach nicht schaffe zeitlich her, das auf den Punkt genau an dem Tag hochzuladen. Und außerdem ist immer diese Woche schon immer verplant mit Videos und so. Deswegen ist das immer zeitversetzt, ne? Man möge mir verzeihen, aber ich glaube ja. Ich glaube, zu dem Korb kommen wir später. Ich war beim Lidl, ich war beim Aldi und ich war natürlich wieder mal bei DM, wie immer. Eigentlich wie immer, ne? Immer diese drei, meistens. Und ich habe einige Sachen gekauft, die jetzt auch runtergesetzt waren und so, also bei DM, ne? Und da habe ich mir gedacht, ach Mensch, sowas kannst du auch mal ins Trashy tun oder halt in meine Steffi-Boxen und so. Und da habe ich mir mitgenommen, die Balea sanfte Waschcreme mit wertvollem Mandelöl, trocken und sensible Haut. War für 1 Euro, habe ich gedacht, nimm es mal mit. Und soll ich mal was sagen, ich finde das ganz, 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 ganz richtig, richtig, ganz, ganz schön. Das ist ja der tolles Deutsch, ne? Dieses neue Balea-Symbol da drauf. Ich finde das sehr schön, ja. Ich finde, das ist so weich. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Auf jeden Fall finde ich es sehr schön. Und das ist hier auch drauf. Das ist der 2-Phasen-Augen-Make-up-Entferner für wasserfestes Make-up. Pflegt die Wimpern ölhaltig. Habe ich auch mal mitgenommen. War, glaube ich, auch für 1 Euro. Da haben wir auch das neue Zeichen drauf. Also ich finde das gut, dass die auch mal ein bisschen was anderes machen. Und dann noch Balea Creme Peeling. Verfeinert das Hautbild mit Mandelöl. Das ist einmal dieses Schätzchen hier. Wie gesagt, ich weiß nicht. Kommt was ins Trashy. Muss ich mal dazu sagen, ein Trashy, also das alte Trash-Paket, was wir am Laufen hatten, was jetzt, glaube ich, 2 Jahre, haben wir aufgelöst. Ja, das haben wir aufgelöst aus gewissen Gründen, da muss ich ja jetzt hier nicht breit treten, haben wir aufgelöst und ja, da bin ich jetzt in einem, im Moment in einem Trash-Paket, das von Jasmin gestartet wurde, aber es wird ein weiteres starten. Ja, wann das sein wird, keine Ahnung. Müssen wir gucken. Werdet ihr auf jeden Fall altbekannte Gesichter auch mit drin sehen und neue. Ja, so sieht's aus. Und nur, dass ihr mal Bescheid wisst, ne? So, ich habe, hier ist nämlich noch das alte Logo. Und ich fand das immer so ein bisschen langweilig, ne? Guck mal. Da ist doch mal den Unterschied, oder? Also da finde ich das um Meilen besser. Echt? Ich habe mir mal Shampoo mitgenommen. Pure Frische, weil ich habe das noch nie gehabt, aber jetzt habe ich das Problem mit leicht fettenden Ansatz und trockene Spitzen. Ich habe jetzt erstmal wieder meine Spitzen geschnitten. Ich bin froh, wenn das Blonde erstmal wieder raus ist und meine Haare gesund nachwachsen. Ich will mal gucken, wie das ist und das besser ist, weil im Moment muss ich jeden Tag meine Haare waschen. Auch irgendwo lästig, ne? Übrigens habe ich meine Payback-Punkte eingelöst. Statt 31,35 Euro habe ich 15,44 Euro bezahlt. Ich brauche die ja an für sich gar nicht mehr sparen. Das sind Payback-Wochen. Und wir haben sonst immer eine Aral hier gehabt. Die haben wir nicht mehr. Also brauche ich da auch nicht drauf sparen. Dann kann ich auch bei DM ausgeben. So, hier sind noch 3 Tüten für den Pulsjemann, der gerade in der Sonne liegt und sich putzt. Ja. Von dem Schäsier-Leckerchen. Oh, da habe ich noch eine Tüte. Hatten sie nur noch die. Habe ich schnell zugeschlagen. So, dann ist Kong Strong mitgekommen. Also ich schwitze. Nein, das nicht, aber ich schwappe jetzt mal hier über von DM zum Lidl und so, wie es gerade kommt. Ne? Ja. Ich glaube, insgesamt waren es 10 Dosen. Die packe ich übrigens jetzt mal hier hinten hin. Dann kann ich es nämlich gleich hier unten in die Ecke packen. Ich habe nämlich meine Getränke alle hier oben, weil wir wohnen ja nicht parterre, sondern oben. Und früher hieß es, ihr packt doch deine Getränke in den Keller. Ja, ich laufe doch nicht für jede einzelne Sprudel in den Keller. Bin ich denn bekloppt? Das mache ich auch nicht mehr für die Wäsche.
Die hänge ich entweder, wenn es Sommer ist, auf dem Balkon oder wenn es Winter ist, hier bei mir im Flur. Ich habe genug Platz. Da steht mein Wäscheständer und draußen im Flur steht auch noch ein kleiner. Ey, ich mach das nicht mehr. Du läufst ja ein Wolf. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann für was zu trinken, laufe ich doch nicht nach unten. Monique will dann Trinkbäckchen trinken, dafür latschen nach unten oder was? Nee. Also ich habe dreimal Cola Zero mitgenommen. Eine andere gibt es ja hier nicht mehr für bei mir, außer hier Freeway. Coca-Lilalo Zero. So, dann kommt jetzt hier die dickste Tasche. Da habe ich mal wieder mitgenommen zwei Berliner für David. Der kriegt abends immer von mir ein Leckerchen. Sei denn wirklich mal Berliner, Donuts. Kommt immer darauf an, wo ich denn gerade bin. Oder hier, ich habe auch mal was eingefroren. Auf jeden Fall ein Leckerchen Kuchen, ne? Hat er das sich auch verdient. Ich brauchte mal wieder ein neues Stabfeuerzeug. Ja, eigentlich kann man die ja auffüllen. Aber mein Fülldingsbums ist irgendwie kaputt. Keine Ahnung. Muss ich mal ein neues holen. Aber für den Preis kannst du auch immer... Nutze ich irgendwie überhaupt gar nicht, ne? Ja. Einmal Milbona Fruit King Safari für Monique. Das ist so ein 3, 6, 9, 12 Pack. Monique isst immer gerne einen Joghurt nach dem Mittagessen. Das soll sie auch. Ich habe mir mal wieder zwei normale Brezen mitgebracht. Die sind immer richtig schön knackig hier auf beim Lidl. Und mit Salz muss natürlich sein. Sonst kannst du halt knicken. Dann hatten sie beim Lidl Schweinegyros runtergesetzt. Habe ich mal 500 Gramm mitgenommen, kann man dann, ich habe auch noch Gyros-Gewürze, mache ich immer noch ein bisschen rein, Zwiebeln mache ich immer noch ein bisschen dadurch, damit Reis, schön Soße, fertig ist die Laube. Ja. Dann einmal Toastbrot, weil heute der Experte, glaube ich, seine Currywurst essen soll, will, wie auch immer. Und da ist so gerne Toastbrot zu. Wir haben noch ein bisschen was, aber Monique isst ja abends auch immer ihr Toast. So, dann einmal hatten sie Nippon im Angebot, 25% gratis. Wie gesagt, das ist immer zeitversetzt, nicht, dass ihr jetzt loslauft. Ne? Man sieht es meistens immer bei Instagram. Bei Instagram mache ich noch einen Post, was gerade Neuheiten so sind. Deswegen, falls ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr das auch gerne tun. Schminky-Eis. Dann hatten sie, ich glaube, das ist aber jetzt schon 2 Wochen her, so... Helfer für die Küche, habe ich mal so einen Kartoffelstampfer mitgenommen. Ich habe zwei, da habe ich mir was beigedacht. Denke ich mir immer was dabei, ich weiß nicht. Einmal Tomatensuppe, toskanische Art, einmal Steinpilze. Ich habe da oben, ich muss das mal eben runterholen, Leute. Das ist hier wieder Steffi live, ne? Das ist so meine Box, wo ich so diese Suppen drin habe und meine Salatsoßen, so, das gehe ich gleich mal durch, wegen Haltbarkeitsdatum, und dann schauen wir mal, ob ich mir hätte die Suppe sparen können. Aber, ganz ehrlich, 49 Cent statt 1 Euro, also die sind jetzt von Kania, das sind die Eigenmarke von Lidl, 49 Cent statt, mein Gott, 49 Cent. Da ist, da muss ich mal gleich sauber machen. 49 Cent statt 1,19 € oder 1,29 € kostet sogar so eine Tütensuppe von Knorr. Das fand ich schon ein bisschen, naja. Kleiner Moment, ich muss mal eben was einstellen, ich komme gleich wieder. Oh, da bin ich wieder. Manchmal fallen einem Dinge auf, die man dann erst regeln muss. Ja, so, weiter geht's. Ich habe einmal Dill mitgenommen. Das ist ein Bio-Dill, gefroren. Ne, Gewürze wollte ich jetzt sagen, Kräuter. Ja, dann einmal so Wildlachs. Ich will nämlich machen Nudeln mit Wildlachs. Also den brate ich dann an in der Pfanne. Das ist ganz, ganz lecker. Dann Sahne oder ich habe ja immer diesen... Oh, der packt... Hör mal, der schmeißt die Pakete. Ich habe ja hier dieses Cremosana. Bin mal gespannt, ob der gleich bei mir steht. Cremosana. Das einfach geben, dann den Lachs angebraten. Dann noch für den etwas rauchigen Geschmack gebe ich noch Lachsforelle rein. Ist günstiger wie Räucherlachs. Und dann den Dill. Und das schmeckt.
Oh, DPD ist auch da. Was ist denn hier los? Aber ich glaube nicht für mich. Nee. Ich habe auch nichts bestellt, oder? Ich weiß nicht. Einmal Kakao. Dann hatten sie XXL-Woche mal wieder, dann beim Lidl XXL 4 Stück. Filegro Ofenbackfisch, knuspriger Backfisch. Habe ich mal mitgenommen. Schmeckt auch richtig gut mit so selbstgemachten Knoblauchdip. Ja, hier habe ich so einmal Cremosano. 15% gibt es auch 7%. Ich habe jetzt 15% Fett. Dann habe ich einmal hier Kong Strong. Gibt es in der Pulle auch im Moment. In der großen 1,5 Liter Pulle. Ich muss das immer so ein bisschen im Auge behalten. I'm so sorry. Jo. Dann nochmal Kakao. Und nochmal Kong Strong. Nee, der hat nichts. Hätte mich auch gewundert. Aber man weiß ja nie, was so kommt, ne? Man weiß es nicht. Nochmal zweimal Kong Strong. Ja, ich hole da immer ein bisschen mehr, weil ich habe keinen Bock, irgendwie alle zwei Tage einkaufen zu gehen, was meistens doch passiert. Weil irgendwas fehlt. So, einmal neue Werbung. Das muss immer sein. Und wenn ich nur beim Aldi reingehe und mir die Werbung hole. Aber Werbung muss sein. Einmal habe ich Balancebrot mitgenommen. Nimmt David gerne mit auf der Arbeit. Dann habe ich eine leere Flasche im Auto. Da habe ich wieder bald 10 Euro zusammen für meinen Urlaub mit meiner Schwester. Aber Leute, das ist gar nicht mehr lang. Ne? Wir haben jetzt März. März, April, Mai, Juni. In 4 Monaten kommt meine Schwester schon. Ich freue mich total. Ja, nochmal eine Pulle Kong Strong. Ich freue mich total, die wieder zu sehen und brauche das auch. Die Zeit, da freue ich mich echt drauf mit ihr. Ja, doch. Ich vermisse meine Schwester. Nein, wir heulen jetzt nicht. Schluss aus die Maus. Ja. Oh, mein Gott, ja, das ist so. Ich vermisse die echt. Ich habe einmal mitgenommen. Bratwurst. Aber dafür sehen wir uns dann mindestens einmal im Jahr. Einmal im Jahr kommt sie hier hin und das hat sie ja gesagt, jetzt auch schon irgendwie öfter früher machen sollen. Und wir versuchen es wirklich auch einmal im Jahr da runterzufahren. Mindestens zu Kirmes, dass wir uns da nochmal sehen oder zum Schützenfest. Bin mal gespannt, ob es dieses Jahr klappt. Also XXL Familienpackung, frische, grobe Bratwurst, sind 10 Stück drin. Irgendwie habe ich im Moment so Bock auf Bratwurst. Ich habe ja schon mal Bratwurst mitgenommen vor kurzem, aber die hat mir nicht geschmeckt. David ja, aber mir nicht. Egal. Einmal Schmutzradierer, die habe ich mir schon fast wieder leer gemacht, die ich vor kurzem gekauft habe. Ein Corona-Test, ja. Dann einmal Duftkerze, also ich bin negativ. Bin, wenn das Video kommt, auch schon wieder arbeiten. Proficiamo-Duftkerze, Frühlingstag habe ich mal mitgenommen. Die ist jetzt von DM. Ich brauche den aber für Monique. So, einmal meine Sensodyne Sanftweiß. Dann hatte ich auch einmal mitgenommen Wasserspray von Balea, Arkei und Limette für Gesicht und Körper. Also auch runtergesetzt von Euro. Habe ich gedacht, nimmst du mal mit. Dann die Denk mit WC-Blauspüler. Die wurden verändert. Finde ich gut, dass kein Plastik mehr drum ist. Blauspüler Flower. Ja, die sehen auch anders aus. Aber neu, plastikfreie Umverpackung. Finde ich super. Daumen nach oben. Blaues Wasser, Reinigung. Ist sonst alles dasselbe. Ja. Dann habe ich einmal mitgenommen. Balea. Ich finde einfach, es sieht harmonischer aus. Ne? Ich habe da nämlich auch schon wieder... Habe ich nicht drauf geachtet. Naja, ich habe einmal beruhigendes Shampoo und einmal die beruhigende Spülung dazu. Von Balea Natural Beauty, genau. Das ist mit 90% natürlichen Inhaltsstoffe, bla bla bla. Ohne Silikone und Sulfate. So, hier haben wir noch zweimal Purina One Sensitive. Noch ein Chesier. Noch ein Aldi Prospekt. Warum noch? Ich hatte ja erst ein Lidl Prospekt. Zweimal Chesi, wie gesagt, ich habe zugeschlagen, weil die hatten keins mehr. Das ist, Moment, das ist das Lustige daran, sobald ich ein neues Trockenfutter oder ein neues Nassfutter für die Katzen habe, wo ich sage, das fressen sie, fressen das anscheinend andere Katzen auch. Ist mir das schon mal aufgefallen? Das ist dann immer ganz schnell weg.
Ausverkauft, super. Zwei neue Masken hatten sie bei, eine neue Maske, aber ich habe zwei mitgenommen. Eine neue Maske bei DM von Balea, die Aquatuchmaske. Habe ich zwei Stück mitgenommen. Dann nochmal einmal Purina One Sensitive, waren auch die letzten Pakete. Tiki, 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 tuku, tuku. Dann habe ich mir eine Käsebreze mitgebracht. Wie gesagt, ich war ja noch eben beim Aldi drin. Dann hatten sie runtergesetzt und ich auch cool, habe ich mir mitgenommen, zwei Tüten. Einmal Pizzakräutergewürzzubereitung von Le Gusto und einmal Bärlauch geriebelt von Le Gusto. Ich finde sowas auch cool, ins Trashy reinzutun. Warum nicht? Mein Gott, wir essen jeden Tag was. Und ehrlich gesagt, ist das immer weg im Trash-Paket. So, Leute, ich habe zweimal noch Essen mitgenommen für Monique. Das ist immer zu Hause eingefroren, damit das Kind, wenn wir nicht da sind, was hat. Dann war jetzt beim Aldi, hatten sie auch was Schönes von Abbott & Broom. Das ist dann die Marke, die halt da was für macht. Wellnessbad, Cassiopeia, wohltuend und erholsam. Das habe ich einmal mitgenommen mit 500 ml. Und einmal das Wellnessbad Pegasus, sinnlich und ausgleichend. Beides riecht wunderbar. Beides riecht wunderbar. Ich wollte mir auch eigentlich diesen Aromadiffuser mitnehmen, aber ich habe gedacht, ach nee, komm, wegen den Katzen, könnte ein bisschen too viel sein, wenn das so riecht überall, ne? Ich habe das ja in meinem Flur. Ja, also das ist echt toll. Toll, 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 toll. So. Dann hatten sie, dann noch meine Busch. Oh, ich liebe diese Dinger. Scharfe Tirolini, geräuchert, luftgetrocknet. Die gibt's aber die besten wirklich beim Lidl. Die sind geil. Die von, vom Aldi. Die vom Lidl schmecken mir nicht. Also die sind richtig gut. Guck mal, ich habe gar nicht gedacht, das wird nur so ein Small Haul. Nee. Dann hatten sie Kerzen. Meine Herren. Boah. Was riechen die? Hammer. Beim Aldi. Beim Aldi Süd. Boah. Ob sie da noch sind, ne, sowas geht ja immer schnell weg. Aber jetzt, wo es wärmer wird, gehen Kerzen ja nicht so. Aber die haben einen Duft, diese Vanille. Boah, das ist der Hammer. Habe ich noch nie so intensiv gerochen. Dann noch einmal hier so Beere. Ich glaube mit Kokos. War das, glaube ich? Magnolie und Kokos. Und hier waren so bunter Beerenmix. Ja, ich liebe Kerzen. Ich packe auch Kerzen im Sommer, mache ich auch gerne an. Und dann habe ich mir Pinsel gekauft. Die hatten wieder die Pinsel im Angebot von Lacura. Und ich muss echt sagen, Leute, die sind der Knaller. Die sind der Knaller. Die Kosmetik-Pinsel-Set, da ist, sind drei Stück drin. Für Lippenpflege kann man aber auch Augen-Make-up. Also ich liebe die. Ich liebe die echt. Die sind der Knaller. Und ich habe mir dann mal so einen Rouge-Pinsel mitgenommen, der so leicht angestrebt ist. Ja, und zu guter Letzt noch einen neuen Korb. Ich habe den in Blau. Und ganz ehrlich, so, der muss auch mal ausgetauscht werden. Weil ich bin echt gesagt zu faul, den zu putzen. Weil dann kommt immer Müll rein. Und dann denke ich mal, so ein Korb für 2,50 Euro kannst du ja auch einen neuen Korb dann kaufen. Ne? Da schrub ich den noch nicht, weil da kommt ja eh nur Müll rein. So, meine Lieben, das war's. Das war mein Haul für diese Woche. Ich weiß ja, ihr liebt meine Küchenhauls. Ich versuche wirklich jede Woche einen hochzuladen. Vorige Woche war es nicht der Fall. Weil uns da Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, dann geht das nun mal alle nicht. Ne? Dann gab es nämlich auch kein Expertenvideo. So ist das nun mal manchmal im Leben. Aber ich habe ja immer vorgedreht. Also, meine Lieben, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Und ich werde jetzt hier noch was auf Instagram dann posten, damit die Leute Bescheid wissen und ganz schnell zum Aldi rennen. Also, macht es gut. Bis dahin und oh. Soll ich mal den Dicken zeigen? Der liegt da. Also nicht der Experte. Der Putzelmann. Bitte. Bitte in der Sonne, mein Mupfelmann. Hm?
Die Purzelrolle. Die Purzelrolle ist ja eigentlich immer im Video hier in der Küche. So, ich bin jetzt raus und packe das alles weg und wir sehen uns. Dicken Knutscher an euch. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.